aufstehen, sonst geht da gar nichts, ja? Also alle mal auf jetzt! Wir folgen alle nach oben, sehen gar da überhaupt nichts! Nee, aufwärts! Alle sind dabei, aufwärts jetzt! Diggi, normalerweise sehen Sie uns immer tanzen. Wir haben uns gedacht, wir machen heute mal was ganz was anderes, weil jede zwei Jahre das gleiche machen ist ja auch scheiße. Deswegen tanzen wir heute nicht. Und ich bitte euch jetzt, wir haben heute einen guten Kumpel von uns dabei, das ist der Wickerl, ja? Und das hier, was ich in der Hand habe, das ist elementar wichtig für seine Show. Der macht jetzt mit euch ein bisschen Kabarett, der singt mit euch und ich hoffe, dass ihr alle gut drauf seid und ihn ordentlich unterstützt. Und jetzt empfangen wir mal mit einem gescheiten Applaus, so wie das in Decke üblich ist, in Spock, ja? Also auf geht's jetzt, der Wickerl kommt jetzt. Normal mache ich Kabarett, aber ich bin jetzt in die Musikbranche umgestiegen. Ja, ich habe einen Welthit geschrieben, das ist ein Lied zum Mitklatschen. Und bei dem Lied geht es um, bleib so stehen, bitte bleib stehen. Auf, junger Mann. Es geht um rote Steckerlschuhe. Sind Damen hier, die rote Steckerlschuhe dran? Nein. Rote Steckerlschuhe deshalb, weil mein Opa, der hat mir erklärt, wie ich in die Brunft gekommen bin. Weil ich mich für die Mädeln interessiert habe, hat er mir erklärt, dass Damen mit roten Stöckelschuhen ihre Paarungsbereitschaft signalisieren. Ja, ja, da wird der junge Mann frisch, sehr schön. Und ich habe ein Lied geschrieben über rote Stöckelschuhe und ihr müsst jetzt wirklich klatschen und mitmachen, dass die Funken spritzen. Ja, dass die Leute da draußen am Bierzelt meinen, die Rolling Stones sind hier im Bierzelt. Gebt mir mal ein Zeichen, seid ihr gut drauf? Jawohl! Dann würde ich sagen, Johannes, lass einmal die Steckerlschuhe raus und ihr klatscht hier mit! Super! Ich schmeiß mich in die Party, dann sitzt er los, auf und schenkt mir.
Jetzt lass mir Kontaktlinsen rauskommen. Mensch, ich kann nicht mehr heimfahren, muss ich da bleiben. Hat jemand ein Zimmer für mich? Ja. Naja, was anderes wäre mir schon lieber gewesen. Ein kleiner Trinkspruch hat der amerikanische, bleibt so stehen, hat der amerikanische Tourist im Hofbräuhaus zum Bayern, der gegenüber von ihm gesessen ist, wollte der Amerikaner halt freundlich sein. Da hat der Amerikaner zu dem Bayern gesagt, I wish you health. Hat der Bayern gesagt, aber wenn es so ist, dann wünscht ihr ihr Dunkels, gell? Also Prost! Ja, ich muss mit dem Wasser hier bringen, schon einmal durch. Aber ich muss ein Auto fahren. Ich hab noch einen Welthit dabei. Jawohl, eins geht schon. Danke dir, junger Mann. Wie heißt du? Huber, danke. Das lasse ich gleich da. Habt ihr Maiszelder hier? Und sind Landwirte anwesend? Wo sind die Landwirte? Sehr schön. Bei uns im Landkreis Erding gibt es auch nur Maisfelder. Ja? Ein wahres Maislabyrinth und Biogasanlagen. Weil das ja so nachhaltig ist für die Natur. Ne? Und ich habe jetzt ein Maishäcksler-Maislabyrinth-Lied geschrieben. Das wird wahrscheinlich ein Welthit, vermute ich mal. Ja, das ist wieder eine Mitklatschnummer. War schön, wenn sie sitzen schon. Ist die Stimmung jetzt im Arsch, oder? Also noch mehr Aufwand gibt's. Mensch, da muss der Helmut anfahren. Prost! Wollt ihr das Maislabyrinth hören? Prost! Dann bitte alle auf die Bänke und schön mitklatschen. Johannes, Maislabyrinth, feuerfrei! La 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 la. Da muss man denken, schon ins Maislabyrinth, wie ein Ohr, wenn man aus dem Wind. Nein, ich bin nicht mehr ins Maislabyrinth.